So, hallo und alle zur nächsten Folge von GTA 5. Und ich bin jetzt hier gelandet mit dem lieben Trevor. Und ich glaube halt irgendwie, ich muss hier rein und mir dann die Helis klauen. Eine Sache noch, die ich gerade machen möchte, und zwar, ich möchte mal ganz kurz zu Franklin wechseln, weil jemand hat noch gemeint, wir wollten ja die Spezial-Aktien erholen und ich hatte kein Geld mit ihm, aber der hatte noch. Bye. Der Fuck. Was macht der denn? Und der hatte halt selbst noch welche, weswegen er keine weiteren kaufen konnte. Deswegen hat er auch kein Geld gehabt bei Finanzen und Dienstleistungen. Mein Portfolio, da haben wir noch die Debonair-Aktien drin. Und die sind halt ziemlich nach oben gegangen, aber was hatte ich denn für einen Gewinn gehabt? Gewinn 27.000, okay, dann verkaufen, hauen wir die alle raus. Damit hat er ordentlich Kohle und damit können wir uns jetzt die Tinkeldinger holen. Weil die sollen ja dann laut unserem Tipp steigen. War das schon alles? Ja, anscheinend war der Gewinn dann halt auf Dauer nicht so hoch. So, und jetzt zu den Tinkeldingern. Die sind halt stark am Steigen. Und deswegen hauen wir da wieder ein bisschen mehr rein. Richtig dick. Hör auf, bestätigen. Danke. So, jetzt haben wir ein Portfolio. Ganz viele von denen und die ja, sollen halt sehr gut sein. Okay. Dann gehe ich mal wieder zurück und wir gucken mal, ob wir da diesen Heli klauen können. Nee, das war falsch. Trevor ist da. On go. Zip. Traversion. Hat er eventuell auch noch Axt? Wo will der jetzt hin? Fährt er schon wieder weg? Der fährt schon wieder weg. Ich war doch nur gerade mal ein bisschen was Aktien kaufen. Was fällt dir ein, du Sau? Bleib gefälligst da. Trevor, Trevor, Trevor. Du alte Miesmuschel. So, und der hatte wahrscheinlich... Der hat auch noch Geld gehabt, kann ich erzählen. Tinkel? Der hat nur Tinkel, ne? Ja, und der da... Ja, also mir wurde halt gesagt, ich soll ein bisschen auf die Aktien das Zeug gucken. Weil die, bringen halt viel am Ende. Dann kannst du dir alle Läden kaufen, ansonsten reicht das Geld nämlich nicht. Deswegen sollte man da drauf gucken und ein bisschen halt Kohle machen. Okay, also wie ich das jetzt gerafft habe oder verstanden habe, müssen wir hier irgendwie eindringen. Eventuell. Und ja, dann machen wir das doch mal, dass sie vorne bewacht. Vor Zancudo. Ich glaube, ja, es ist halt Nacht. Ich sollte warten, bis Nacht ist am besten, oder? Oder komme ich anderweitig rein? Ich schätze mal, ich krieg Polizeistelle, wenn ich da reingehe, ne? Ich könnte versuchen, mich da irgendwie rein zu sneaken oder so. Ein bisschen mit Schwung über den Berg und dann lande ich da drin. Ein Versuch wert, ha? Komm, probieren wir es einfach mal. Nee, klappt nicht ganz. Okay, jedenfalls, aber ich glaube schon mal, ich bin hier richtig. Ich muss hier irgendwie rein. Also entweder ich fange halt eine Schießerei an oder ich... Ja, mach's halt auf eine andere Art und Weise. Und ich fahre mal außen rum, vielleicht gibt es irgendwo noch Spezialeingänge oder so, aber ich glaube nicht. Ist halt alles fett umzäunt in Hochsicherheitsbereichen so. Zumindest kann man langfahren. So ein Riesending. Ne, da komme ich nicht rein. Also hier vorne darf ich einmal rundherumfahren, das will ich jetzt auch nicht. Trotzdem immer noch Props an die Entwickler, dass sie so viel modelliert haben hier von der Welt und alles. Alter, das ist heftig. Das ist sogar die Reifenspur, ne? Also, so wie es aussieht, muss ich halt mal des Nachtens rein, ne? Oder ich muss mich irgendwie reinschleichen und so. Und hoffen, dass man mich nicht sieht. Wahrscheinlich gibt es noch eine Uniform oder so, wo du automatisch rein kannst. Kann alles sein. Okay, wenn man hier reingeht. Fahren wir mal hier durch. Und stehen halt Leute rum. Ich glaube, man muss hier vorne durch die Tore durch, ne? Gut, worauf bin ich ja zur Not. Eventuell kann man ja.
Nee, drüber klettern bringt auch nichts, ne? Das hier sieht doch komplett umringt und das hier sieht aus wie eine Kläranlage. Kann das sein? Ja, das sieht aus wie eine Kläranlage. Ja, dann hilft alles nichts. Ich muss mich vorne reinschleichen. Muss mal ganz kurz durch mein Fernglas gucken. Und zwar sind die da drin alle bewaffnet. Ich glaube, ja, sollte ich. Ich versuche mich mal reinzusneaken. Ich versuche mich einfach mal reinzusneaken vorne durch. Und gucken, ob ich an dieser Wache vorbeikomme. Wenn ich halt erschieße, dann fällt das halt sofort auf. Und dann gibt es sofort Polizei. Auch wenn ich mich eigentlich frage, warum. Theoretisch sieht das hier erstmal keiner. Oh, kann ich da drüber klettern? Kann ich da drüber klettern? Ich kann da nicht hochspringen. Lol. Okay, okay. Die Frage, volle Möhre durch, vorne mit dem Auto durch die Schranken oder gechillt durch Sneaken? Ich würde sagen, gechillt durch Sneaken. Jetzt die Frage, möchte ich ihn von hier weghauen? Ja, zu spät, zielen reicht schon, ne? Gleich sofort 3 Sterne, jawohl. Weißt du, das habe ich gern. Gott, habe ich hier. Dann geht's halt nicht anders. Ich hätte reinfahren sollen. Ich hätte reinfahren sollen. Ja, überlebe ich nicht. Ich gehe gleich drauf. Ich bin gleich tot. Ja, ich bin gleich tot. Ja, und jetzt sehe ich nicht mal, wo der Quest ist für den Helikopter, ne? Ist das irgendwo hier hinten gewesen? Da hinten steht doch was. Da stehen doch mal Helikopter. Oh Gott, lauf! Ich glaube, ich sollte mir so einen holen. Oh lol. Nee, keinen davon. Ich einfach mal ab. Also ich glaube, ich sollte mir halt ein Heli holen. Ne? Ich hoffe einfach mal, dass das so korrekt ist. Ich bin immer noch in Sichtweite. Mit der Taste kann man halt ballern. Okay. Oh, 4 Sterne, ja. Was? Okay, dann ist was anderes gemeint gewesen mit der Mission. Und jetzt bin ich auch an einem ganz anderen Eingang. Hol dir den Cargo, Bob. Ich denke mal, ich muss hier volle Möhre durch. Ja, jetzt auf einmal krieg ich's angezeigt, oder was? Verarschen? Bin ich in einem ganz anderen Eingang hier. Was ist da los? Okay, ist ein riesen Gelände. Komm ich denn da jetzt durch? Gleich 4 Sterne auf einmal. Jetzt wird er markiert, ist ja ganz toll. Okay, andere Seite. Den holen. Ja gut, das ist auch ein Helikopter. So kann man es halt auch machen, ne?
Häng den Militärhubschrauber an. Ja, ganz klar. Wie soll ich das hinkriegen? Geben wir mal fett Gas. Ich hab schießen. Ich kann nicht schießen, ne? Ich kann nicht schießen. Ich gebe einfach mal Vollgas mit dem Ding. Ich bin ja nur ein Transportflugzeug, ne? Das kommt auch nicht. Oh! Was? Ich habe ihn abgehängt? Ja, das ist aber echt schwer, vielleicht. Das hat übelsten Drang nach links. Nach rechts. Jetzt trifft von einem, aber ich lenke nichts gegen. For a guy who just went into an airbase and stole a chopper, are we ready to go on this thing? If it's a heavy lift chopper, then yeah, I'll get everything ready and I'll call you. All right. Okay. Mir kommt mir gerade der Sound voll laut vor. Ich habe ein bisschen Boxen leider gestellt. Ich hoffe mal, das ist nicht so laut. Coole Gegend. Gibt sogar Weinfelder unten drunter. Okay. Dann geht's mal nach vorne. Und ja, ich habe Flugstunden genommen mit Michael. Fliegen wir jetzt wieder in die Wüste zurück oder so? Vermute ich mal. Nur gerade maximale Geschwindigkeit eigentlich, dass das Ding hergibt. Also den Steuerknüppel direkt nach vorne gedrückt, soweit es nur geht. Ah ja. Sind wir eben in Luftwaffenstützpunkt eingedrungen, haben Helikopter geklaut. Passiert mal. Kann ja mal vorkommen. Ich jetzt mal nach vorne, bis wir dann irgendwo landen halt, ne? Nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Und langsam auch mal absinken. Vielleicht geht's auch schneller dann. Ist das richtig? Vermute das mal. Also keine Ahnung, wie ich den jetzt abgehängt habe. Oh, das ist schon die richtige Landebahn hier. Ach, hier sind wir wieder. Kann das sein? Ja, hier sind wir wieder. Da steht noch ein anderer Heli. Habe ich das Ding gekauft gehabt? Boah, lass mal kurz hier drehen. Sieht so aus. Okay. Ah, das ist immer so schwer zu steuern mit nur Pfeiltasten. Zweimal Pfeiltasten. Ja, und ich habe hier geparkt, was jetzt? Verstanden. Cargo Walk, weiter. Habe ich das Ding hier... Hä? Besitze ich das? Habe ich dann gesagt... Ich habe doch nicht den Flugplatz gekauft, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ich kann halt einerseits hier Flugmission machen, oder? Ja, wir müssen dann. Erstmal ist das Grundstück in El Burrito Heights. Kommt rechtzeitig, okay. Neue Hauptmission, so wie es aussieht, aber auch ein Nebenquest in der Nähe. Jetzt die Frage, wo? Wo haben wir einen Nebenquest? Ist der. Oh, hier hinten in der Pampa, den wollte ich nochmal unbedingt machen. Und hier oben, das war, glaube ich, Franklins Haus, ne? Ja, habe ich den ohne Scheiße jetzt hingefahren. Aber das Problem ist halt, die ganze Strecke wieder zurück. Ich würde gerne mal hier oben abchecken, Cletus. Ich will ja sowieso alle Quests machen, von daher. Nehmen wir den nochmal an. Weißt du was? Da ich jetzt den Cargo Bob hier habe, ne, kann ich ja den anderen Heli hier nehmen, um dann dahin zu fliegen. Dann bin ich schneller. Oder muss ich jetzt Mission machen? Ich fliege einfach mal zum Dings hinter. Zu dem einen Fragezeichen.
Wade ruft an. So, it looks like we're ready to go with everything. Floyd don't think it's a good idea for us to meet at the condo, so maybe we should... Tell Floyd it is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip and prostitutes. Ah ja. Machen wir das doch mal. So, und ich hoffe mal, dass ich halt jetzt dann hinten rumkomme oder rüber. Das ist Zugstrecke. Und einmal in den Berg rumkommen. Gucken, was das für eine Mission ist. Also ein paar Leute haben gesagt, ich kann da irgendwelche Leute zum komischen Berg hochfahren und dann werden die da gedingst oder so. Coole Gegend hier unten. Holzfabrik oder so. Okay. Und hier muss ich dann irgendwie runter. Oh, schwabbel, dass hier wiederum schwankt so ein bisschen. Wo parke ich denn mal den Heli? Ja, da haben die nicht alle Heli-Parkplätze. Ich vermute mal so ein bisschen am Strand. Oder neben drauf. Sanft absetzen. Geht doch. Ist immer schön abgesetzt. Gibt doch ein schönes Bild eigentlich hier. Ein schönes Thumbnail. Ah, falls es geht. Egal. Ja, dann wäre hier oben vorne irgendwie. Hä? Wieso rennen die alle raus? Hab ich eine Waffe in der Hand ab? Ist kaputt mit euch. Läuft ein Gegner rum. Was ist das? Oh, eine wilde Katze. War das jetzt die? Ist das jetzt der Quest? Da kommt noch mehr. Warum muss ich Tiger erschießen? Warum? Warum muss ich den Tiger schießen? Okay, ja, die haben hier, die fressen, greifen die Leute an, aber. Okay. Ja. Dann, okay. Haben wir ein paar Tiger platt gemacht. Muss ich jetzt hier Tiere jagen oder so? Ich finde, es sieht aber sehr idyllisch aus, muss ich ja sagen. Sieht schön aus. Die Gegend. Hier rein? Nein. There you are, Trevor. Ah, but ain't my favorite marksman, huh? How are you, Cletus? Fine and dandy, sir. You ready to hunt some elk? Beat satellite dishes. Lead the way. Oh, here you go. Now, put this in your mouth. A bad day hunting still beats a good day working, my pa always used to say. So, das ist so eine Pfeife oder was? Folge, Cletus. Ich hoffe, meine Heli bleibt da vorne, wie einer klaut ihn. Oder gesniped. What is this thing in my mouth? And why do I have the feeling I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear you, you'll spook them. And they'll bolt. You gotta move slowly and quietly and keep that aside. But an elk's nose is as big as defense. When you're tracking elk, you always need to watch the wind direction. If you don't stay downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say boo. Especially with that distinctive, musk of yours. I'm calling pot and kettle on that, my friend. All right, this is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull using a down tree to scratch his antlers on not 10 minutes ago. Follow me. I'll keep us downwind so we don't spook him. Ich weiß nicht, was ein Wapiti ist. Don't get your panties in the wall now. Go on, put them down. Ich sehe nicht genau. Ich
Ich sehe nicht. Ah, da. In the head. Tremor, you're colder than a mother-in-law's kiss. Get back here. All right, stick with me. I'll lead us further in. Keep quiet and stay close. I ain't seen much else or nothing else out here. Oh, we're gonna have to see if we can coax one into the open. That's where that thing you've been chewing on comes in. Ah, yes. Please enlighten me. It tastes like old person. That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle for you and me. All okay, right, give it a good blow. See if we can get any nearby elk to holler back. Petey. Schnieke. Sounds like someone strangling a clarinet player, and I talk from experience. Shh, listen. Okay, you hear that? He's over there. You're downwind, so he's yours to lose, Trevor. Go get him. Ich sehe mal wieder nicht. Erwischt. Heartshot, like a true professional. Okay, follow me. We'll move a little further in. Stay quiet. I think we might have a mating pair up ahead. Let's check it out. Remember, if it's a pair, we're only here for the male. No does. That's my rule. So if you see one with no antlers, leave it be. Blow your whistle again. See if you can get a beat on him. Ja, Pfeife blasen. Mach ich doch. Geh. Okay, this is good. Same as before. Nice and steady. Papiti. Ja. Ist alles so verschwommen hier. Auf den darf ich nicht schießen. Ups. Now, lame. You got this now, Trevor. You're on your own for the next one. Tell you what, I got an idea how we can go in on this together. Text me pick your next kill, and we'll talk business. Ah, I gotta go. Good luck. I'll holler at you in a while. Okay. Okay, da vorne ist mal wieder einer. Ja gut, dass die halt so nah beieinander stehen. Sollte die Windrichtung im Auge behalten. Ja, die erinnert sich schön immer, dass er im Rücken zu mir ist, ne? Ist klar, dass sie im Rücken zu mir ist. Und davon muss ich jetzt eine Felder machen. Raus aus dem Schleichmodus. Und fotografieren. Mit Kamera oder Snapmatic oder so. Senden an. Geht das? Habe ich? Gut. Okay. Ja, damit hätten wir dann die Jagd auch schon erledigt. Also, und der Heli ist noch da. Yay.
schon was heißen. Haben die GPS-Signale alles? Schätze, das könnte klappen. Ruf dich jetzt an. Okay. Dann. Got the photo. Another nice kill. So this is what I'm thinking. All this demand for wild-raised meat with them city folks right now? If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth and come by to pick it up soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. What do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. All right, well, the offer's there. And you can keep that elk collar. Was my grandma's before she passed. Be hearing from you. Na, deswegen riecht's, schmeckt's auch, als ob's schon 1000 andere Leute vorher im Mund hätten. Bye, dir. Okay, auf die Jagd gehen kann man hier so erstmal jetzt auch. Aber ich denke mal, ich gehe wieder zurück. Denn die optionale Mission ist fertig und wir machen Hauptmission weiter. Wir müssen dann erstmal. Obwohl, ne, hier vielleicht. Fliegen mal dahin. Sehen wir aber dann in der nächsten Folge, denn dieses wiederum. Und dann flappern wir da mal rüber. Bis dahin, das Krachen und tschüss.